Ihr habt es wahrscheinlich schon alle mitbekommen, aber Cosmo und Wanda, wenn Elfen helfen, bekommt eine neue Serie, beziehungsweise ein Sequel. Das heißt, dass die neue Serie nach der Originalserie mit Timmy Turner spielt. Und diese Serie heißt The Fairy Apparents: A New Wish. In einem früheren Video von mir habe ich eine andere Serie von Cosmo und Wanda kritisiert, weil da unter anderem nicht Timmy Turner der Hauptcharakter war. Aber ganz ehrlich, die komplette Serie war auch so eine Katastrophe. Es lag nicht nur daran, dass wir kein Timmy mehr hatten. Die Serie war einfach nur Müll. Die sah einfach nur Trash aus und ich bin froh, dass sie es geändert haben. Denn nun sieht es auf jeden Fall besser als die vorherige Serie aus. Jetzt haben wir zwar wieder keinen Timmy Turner, dafür ist aber Hazel Wales nun der Hauptcharakter. Das ist ein 10 Jahre altes Mädchen, welches wegen des neuen Jobs ihres Vaters in die Stadt Philadelphia zieht und das erste Mal ohne ihren Bruder Anthony auskommen muss, weil er aufs College geht, weswegen sie sich letzten Endes sehr einsam fühlt. Doch alles ändert sich, als sie auf ihren Nachbarn Cosmo und Wanda trifft, die dann auch schlussendlich ihre Zauberpaten werden. Klingt erstmal so, naja, weil wir vor allem ja kein Timmy mehr haben, aber zum einen wurde eigentlich bereits alles mit Timmy gemacht, deswegen verdient er auch mal eine Pause und das bedeutet ja auch nicht, dass wir ihn nie wiedersehen werden. Er könnte ja in der neuen Serie auch auftauchen, weil ja auch diese Serie Jahre nach der Originalserie spielt. Und ganz ehrlich, die werden jetzt nicht Timmy einfach so unterm Teppich kehren und vergessen. Das glaube ich nicht. Es wurde zwar bereits vom Animation Director Trevor Young bekannt gegeben, dass Timmy in der ersten Staffel der neuen Serie überhaupt nicht auftaucht, aber wer weiß, vielleicht kommt er in der zweiten Staffel vor. Und nein, das hier ist nicht Timmy, das wurde erstmal vermutet, ich habe es ehrlicherweise auch erstmal geglaubt, aber laut einem Interview von Lindsay Cattai, welche meine ich für die Produktion der Serie arbeitet, ist es nicht Timmy. Dieser erwachsene Timmy, welchen wir gesehen haben, ist einfach nur eine Anspielung auf dieses Design der Originalserie. Es gibt aber andere Charaktere, welche wieder zurückkommen und auf die wir uns freuen dürfen. Unter anderem sah man bereits Jean-Claude Van Damme, der noch krasser ausschaut, Denzel Crocker, welcher fast keine Haare mehr auf dem Kopf hat, AJ ist jetzt der übelste Brecher, Chester gab es by the way noch nicht zu sehen, es gab Vicky, die scheinbar tot ist, also glaube ich zwar nicht, ich denke auch eher, dass es ebenfalls eine Anspielung vom Intro der Originalserie sein soll. Aber die größte Überraschung bis jetzt ist auf jeden Fall Pooh, welcher einfach das krasseste Glow-Up in der Geschichte der helfenden Elfen hat. Das ist so crazy. Der kleine Pooh von damals sieht jetzt einfach so aus. By the way, er heißt jetzt auch nicht mehr Pooh, er heißt nun Perry. Der Name wurde geändert, weil der Name Pooh in manchen Ländern als eine Beleidigung für homosexuelle Menschen gilt. Wusste ich auch nicht, aber da macht es natürlich Sinn, diesen Namen zu ändern. Obwohl man mit Pooh aufgewachsen ist. Aber muss halt sein, ne? Perry ist jetzt auch, by the way, eine helfende Elfe von Dev Dimmadome. Der Sohn von Day Dimmadome, welcher, by the way, damals der Typ war. Und der ist der Sohn von Duck Dimmadome, dem Besitzer von Dimmsdale Dimmadome. Wie Duck Dimmadome jetzt wohl aussehen mag? Naja, aber auf jeden Fall ist es echt nice, dass Pooh bzw. Perry wieder back ist. Ich habe ihn damals ziemlich gerne gemocht und ich bin gespannt, wie er sich als helfende Elfe so macht. Ob jetzt auch andere Charaktere wieder auftauchen, beziehungsweise welche Charaktere zurückkommen, weiß ich nicht. Das werden wir dann demnächst wohl erfahren. Ich denke aber, dass man damit eine gute erste Staffel abdecken kann, sodass es bestimmt viele coole Momente rund um Hazel, Crocker, Perry und natürlich auch Cosmo und Wanda geben könnte. Wenn jetzt noch weitere alte Charaktere, die vor allem in der Originalserie am Ende vergessen wurden, wieder zurückkommen und nicht nur für eine Folge da sind, sondern auch eine gewisse Story bieten, könnte das echt was werden. Das sollte aber nicht das Einzige sein, was zählt. Die Hauptstory, vor allem rund um Hazel und Cosmo und Wanda, sollte da im Vordergrund stehen. Aber ich denke wirklich, dass es schon sehr erfolgreich sein könnte. Ich denke zwar nicht, dass die Serie so gut wie damals sein wird, vor allem weil sehr viele, die damals die Serie geguckt haben und geliebt haben, es alleine nicht mehr tun werden, weil Timmy nicht mehr dabei ist, beziehungsweise der Hauptcharakter ist. Aber ich denke, viele der damaligen Zuschauer, so auch ich, werden sich die neue Serie auf jeden Fall anschauen. Alleine um zu sehen, ob denn viele der alten Charaktere in der Serie allgemein vertreten sind oder nicht, wie diese damaligen Charaktere sich dann auch entwickelt haben und wie die neuen Charaktere, die wir so gar nicht kennen, wie sie mit den alten Charakteren, die wir alle lieben, so interagieren. Die Serie ist bereits seit dem 20. März diesen Jahres in Amerika draußen, da läuft es gerade auf Nick. In Deutschland ist sie bis jetzt noch nicht draußen und man weiß auch noch nicht, wann die Serie schlussendlich in Deutschland erscheinen wird. Es wird aber höchstwahrscheinlich noch in diesem Jahr der Fall sein. Wir bleiben gespannt. Aber was denkt ihr? Wie findet ihr bis jetzt die neue Cosmo und Wanda Serie und wen wünscht ihr euch noch so zurück? Schreibt es gerne in die Kommis, bei neuen Infos bringe ich auch gerne neue Videos, vor allem weil mich diese Serie damals als Kind stark begleitet und auch geprägt hat und ich jetzt auch so ein bisschen damit in das ganze Thema rund um Timmy Turner wieder reinkomme.
Also falls ihr keine weiteren News mehr verpassen wollt und ihr auch allgemein Cartoon-Videos über die verschiedensten Cartoons sehen wollt, abonniert gerne den Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Haut da rein!